Und es geht weiter bei Silent Hill Homecoming. Das war doch der Zettel, wo 100 Mal drauf stand, sie ist nicht da. Natürlich. Okay. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür hier weiter. Das gefällt mir ehrlich gesagt so überhaupt nicht. Okay, da möchte ich nicht so gerne hin. Ich glaube, ich versuche es erstmal mit dieser Tür. Das war so klar. Das Schloss ist defekt. Ich muss hier entlang. Habe ich... Moment, ich muss mal eben gucken. Meine Taschenlampe ist an. Es ist trotzdem sehr dunkel. Ach, diese blöden Mistviecher, ich erinnere mich. Die konnte man doch einfach mal zerstampfen, um den Schwarm abzuschütteln. Ja, das tue ich, aber irgendwie... Hau ab! Komm her! Ich möchte dich zerstampfen! Er sitzt mir auf dem Gesicht, das ist auch sehr cool. Aber irgendwie, ihr blöden Mistviecher, geh von meinem Gesicht, geh von meinem Gesicht. Geh weg. So. Okay, die kamen jetzt hier unten raus. Mein Gott, was ist hier passiert, ja. Okay, wir gehen hoffentlich hier weiter. Was guckt er denn da so an? Ach, ein Gesundheitsdrink. Sehr schön, sehr schön. Die Leiche hier sieht nicht ganz so schön aus. Und überall die Ventilatoren. Solange aber gerade keine Krankenschwestern oder größere Gegner kommen, bin ich schon beruhigt. Ob ich dahin will, weiß ich noch nicht. Coole Musik. Wie eigentlich immer bei Silent Hill. Joshua hat eine Puppe, Robbie der Hase, in seinen Rucksack gestopft. Ach ja, der Robbie, wer kennt ihn noch aus Silent Hill 3? Und in Silent Hill 4 war er auch zu sehen, im Apartment von Eileen. Das ist ja das Maskottchen des Vergnügungsparks. Das ist nur wieder eine eiserne Lunge, okay. Der Weg ist blockiert. Alles klar. Oh, das da unten sieht schon wieder verdächtig gefährlich aus. Hinabklettern. Da ist auf jeden Fall eine Krankenschwester. Da sind sogar zwei. Und wenn ich richtig sehe, sind es sogar drei. Das wird ein Spaß. Na, komm schon. Komm. Ihr alten Zicken. Du auch noch? Komm her. Und das ist definitiv ein Bein. Das ist... Moment, das ist nicht nur ein Bein. Das ist eine ganze menschliche Körperhälfte. Ja, doch sehr angenehm. Mein Gott, was treiben die hier nur? So, was haben wir hier? Nichts Interessantes, okay. Hier kann ich nicht durch. Die Tür wurde zugekettet. Alles klar, heißt, wir müssen Schlüssel finden. Und schneiden. Das sieht echt aus, als wären das Zähne oder so. Kinderzeichnung. Mal wieder ein Schwein, was aber wahrscheinlich eher ein Hase sein soll. Ach, sieh mal einer an. Hier liegt dann auch die andere Hälfte.
Es ist die andere Hälfte der Leiche von unten. Wer hat sie nur hierher gebracht? Er scheint einen Schlüssel in der Hand zu halten. Operationssaalschlüssel, okay. Hier kommen wir nicht runter, dann gehe ich mal davon aus, dass wir wieder runter müssen. Und hiermit die Tür öffnen. Achso, wir müssen wahrscheinlich den Schlüssel mal eben gucken. Was sind das für Geräusche hier? Ich höre schon wieder was. So, wie wählen wir denn hier den Schlüssel aus? Da oben. Sehr schön. Die Tür ist offen. Na Mensch, dann rein ins Verderben. Moment, sind wir hier wieder... Das sieht aus wie der Raum am Anfang, ne? Da liegt auf jeden Fall was. Beeindruckende Erfolge konnten bei den Patienten erzielt werden, als die Elektroschockmaschine so eingestellt wurde, dass sie über der Anfallschwelle lag. Die gewalttätigsten und deprimierendsten Patienten werden damit völlig fügsam gemacht. Die einzigen Nebenwirkungen waren geringfügig. Gedächtnisverlust, ein paar ausgerenkte Knochen, ein gebrochenes Bein und ein Patient, der seine Zunge abbiss. Ja, das ist ja sehr geringfügig. Dieser Vorfall war ein netter Nebeneffekt, da dieser Patient auch einer unserer lautesten war. Ich habe die Ärzte angewiesen, bei allen Behandlungen mit dieser Intensitätsstufe weiterzumachen. Ja, das ist ja ein vertrauensvolles Krankenhaus. Hier möchte man einfach hin, wenn es einem schlecht geht, wenn man behandelt werden muss. Was ist das da unten? Ich glaube, das kann man nicht angucken. Schade. Joshua, is that you? I'm busy. Go away. What are you doing here? I want my toy. Wie bist du hierher gekommen? Fürchtest du dich? Also das mit der Tastenbelegung stimmt nicht so ganz. Ich muss mal eben gucken. Aren't you afraid of being here alone? I'm a brave soldier. I'm looking for Robbie. Ich möchte dir helfen. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. I'm sorry. I don't have any toys for you. Find Robbie. I want my toy back. I want my toy back. Okay, okay. Where's the last place you saw him? In my room. Okay. I'll go see if I can find him. Also das mit der Steuerung, weil ich ja mit dem Xbox Gamepad spiele und die Farben und die Tasten entsprechen da nicht denen, die hier angezeigt werden. Deshalb muss ich da so ein bisschen gucken, aber ich denke, im Laufe der Zeit wird man das sowieso raus haben. So, wir sollen also seinen Spielzeughasen suchen. Achso, hier sind wir hergekommen, alles klar. Gut. Ein Speicherpunkt, das ist sehr schön. Ein Gesundheitsdrink ist fast noch schöner. Bericht über fehlenden Patienten. Zimmer 205. Patient fehlt. Zuletzt gesehen im Tagesraum. Ein Tag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen. Das hatten wir doch schon. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Das ist sehr schön. Ja, ich möchte überschreiben. Wundervoll. So, dann machen wir uns doch jetzt mal auf die Suche nach Robbie. Die Tür ist verschlossen. Die hier wird auch zu sein, okay. Hallo? Also mit den großen Ventilatoren, ich finde das hier hammer cool. Das gibt so eine total krasse Atmosphäre irgendwie. Gut. Was ist das hier? Oh nö.
Oh, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Na komm, dann steck mal deinen Arm da durch. Reingreifen, ja, muss ja wohl. Das war so klar und ich weiß wieder nicht, was hier die 3 sein soll. Bitte? Also ich habe echt... Das ist natürlich jetzt super doof. Was ist die 3? Weil die 3 ist nämlich nicht das blaue X, so wie es angezeigt wird. Da muss ich jetzt gleich mal eben gucken. Boah, und die Ladezeiten sind hier echt teilweise sehr lang. So, Moment. Gesundheitsdrink wäre die 3. Tja, was ist die 3? Kann ich da nicht mal eben kurz... Sorry, aber das muss jetzt gerade mal sein. Ja, Controller verwenden ist klar. So, schwerer Angriff, Button 3. Also dieser hier müsste das dann sein. Eigentlich B. Okay. Okay. Schwerer Angriff. Moment, das ist... Ist jetzt gerade echt doof, sorry, aber ich muss wirklich gucken. Das ist wahrscheinlich der schwere Angriff. Ja, aber dann ist es doch die Taste. Was haben wir hier? Da haben wir ducken und ausweichen. Da ist gar nichts. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Reingreifen. Nee. Ah. Ein blutiger Robby. Oh oh, und jetzt sind hier irgendwo... Wo sind die Viecher? Ach, der sitzt mir schon... Alter, der sitzt mir schon auf dem Gesicht. Ich kriege hier überhaupt nichts mehr mit. Hallo, schüttelst du den mal bitte ab? Oh Gott. Schnell raus hier. Schnell... zurück. Schüttel ihn ab. Schnell zurück. Was ist hier? Warum guckt er da so hin? Ich weiß es nicht, aber ich speichere vorsichtshalber nochmal. Ist mir gerade echt lieber und ich mache auch mal einen anderen Speicherpunkt. Nicht, dass ich dann nachher wieder da stehe und irgendwas überschrieben habe, was ich gar nicht überschreiben wollte. Ja, wo war er denn? War er hier? Ah, jetzt muss ich, okay. Robby auswählen. I want Robby. Zur Hölle ist mit dem Jungen los. Schon wieder eine Kinderzeichnung. Und er ist in den Fahrstuhl gegangen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich probiere jetzt erstmal hier, ob die anderen Türen offen sind. Was war das denn jetzt? Er ist doch in den Fahrstuhl gegangen. Wer war denn jetzt hier drin? Ich glaube, ganz schwach die Meeresbrandung zu hören. Sie scheint von hinter dieser Tür zu kommen, aber das ist unmöglich. Das hier ist ein Krankenhaus. Ach, tatsächlich.
Ich weiß nicht so wirklich, ob ich hier rein will. Zurzeit komme ich da nicht durch. Ach so. Ach so. Tja. Und nu? Alle Türen verschlossen. Da liegt irgendwas vor. Moment, wir haben noch eine Karte. Da waren wir noch nicht. Ach so, das war der hier vorne, ne? Dann nochmal eben gucken. Wir können zurück. Dadurch Erdgeschoss. Ja, das... Nee, das funktioniert ja nicht. Ach, Erdgeschoss, was rede ich hier eigentlich? Moment. Taste drücken? Ja, das wäre natürlich schlau, wenn man das auch macht.